Herzlich willkommen zum Kurs Klettern mit 360 Grad Videos. Mein Name ist Michael Genzluckner und ich werde diesen Kurs im Rahmen meiner Diplomarbeit veranstalten. Einfach gesagt besteht dieser Kurs aus zwei Teilen. Ein Teil wird online am Computer durchgeführt, bestehend aus Lernvideos und anschließenden Fragebögen auf imux.at. Der zweite Teil findet anschließend hier in der Kletterhalle statt, wo das Gelernte umgesetzt wird. Aus logistischen Gründen wird der praktische Teil dieses Kurses nur mit einer kleinen Gruppe der Online-Kursteilnehmer stattfinden. Für die Teilnehmer, die nur den Online-Kurs belegen, ist allerdings zu beachten, dass die Videos und Fragebögen keine vollständige Kletterausbildung sind. Ein praktischer Kurs ist daher unerlässlich, um beispielsweise den richtigen Umgang mit Sicherungsgeräten zu lernen. Die Kombination aus unterschiedlichen Lehr- und Lernmethoden wird Blended Learning genannt. So wechseln sich also die verschiedenen Teile des Kurses ab und werden aufeinander aufbauen. Jede Woche werden mehrere Videos veröffentlicht und anschließend findet die Praxiseinheit dazu statt. Wir befinden uns jetzt im Boulderbereich des CAC Graz. Vor mir liegen alle Ausrüstungsgegenstände, die man fürs Klettern normalerweise benötigt. Für die ersten zwei Wochen, unsere ersten paar Einheiten, werden wir außer den Kletterschuhen und etwas Magnesium für die Hände nichts weiter benötigen. Auf alle anderen Ausrüstungsgegenstände kommen wir natürlich in späteren Videos noch genauer zurück. Die ersten beiden Wochen werden wir uns also hier im Boulderbereich aufhalten. Viele werden diesen Begriff Bouldern wahrscheinlich schon einmal gehört haben. Doch was bedeutet Bouldern eigentlich genau? Bouldern ist eine Form des Kletterns in Absprunghöhe. Das bedeutet, als Sicherung wird kein Seil verwendet, sondern Matten am Boden, die einen eventuellen Sturz abfangen. Der gesamte Boulderbereich ist also am Boden mit weichen Matten ausgelegt, um Stürze unbeschadet zu überstehen. In der Natur, am Felsen, werden sogenannte Crashpads verwendet. Das sind tragbare Matten, die es in unterschiedlichsten Größen und Varianten gibt. Oft wird Bouldern als Einstieg zum Seilklettern verwendet, da hier Techniken effizienter und besser erlernt oder verbessert werden können. Jedoch ist Bouldern an sich auch eine sehr beliebte Sportart und es gibt auch verschiedenste Wettkämpfe bis hin zum Weltcup. Auch wenn man sich beim Bouldern in vergleichsweise niedrigen Höhen bewegt, ist es wegen der fehlenden Sicherung durch ein Seil umso wichtiger, sich an grundlegende Sicherheitsregeln zu halten. Ein erster wichtiger Punkt jeder Sportart ist das Aufwärmen. Die Erwärmung der Muskulatur und Mobilisation der Gelenke ist wichtig, um Verletzungen vorzubeugen und um eine bestmögliche Leistung erzielen zu können. An der Boulderwand werden außer Kletterschuhen keine weiteren Ausrüstungsgegenstände wie beispielsweise Klettergurte benötigt. Diese erhöhen bei Bodenstürzen nur das Verletzungsrisiko und werden daher nicht benötigt. Auch sollte vor Beginn einer Kletterroute überprüft werden, ob sich im Landebereich Personen oder Ausrüstungsgegenstände befinden. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Klettern und Bouldern ist die Rücksichtnahme und Absprache mit anderen. Es darf niemals übereinander geklettert werden und auch nicht unter Kletternden hindurchgegangen werden. Eine Absprache der gewählten Route mit anderen Kletternden ist deshalb immer vorab durchzuführen. Ist die Route vollendet, soll stets nach unten geklettert und nicht gesprungen werden. Auch wenn nur in Absprunghöhe geklettert wird, gilt es immer, das Verletzungsrisiko zu minimieren. Hier nochmal alle Grundregeln im Überblick. Immer ausreichend aufwärmen, um Verletzungen vorzubeugen. Keine unnötige Ausrüstung verwenden. Stets Rücksicht auf andere nehmen und eventuell vorherige Absprachen treffen. Niemals übereinander klettern. Auch niemals unter Kletternden hindurchgehen. Vorab den Landebereich auf Material, Personen oder Spalt zwischen Matten überprüfen. Ist eine Route absolviert, immer nach unten klettern, niemals springen. Nun werfen wir einen genaueren Blick auf die Boulderwand. Es gibt viele verschiedene Griffe an Boulder- und Kletterwänden in unterschiedlichen Farben. Die Griffe sollen natürlichen Felsumgebungen ähneln und haben deshalb verschiedenste Formen. Auf einfachen Routen gibt es meist viele große Griffe oder auch Henkel, die mit der ganzen Hand leicht zu fassen sind. Je schwieriger die Route, desto kleiner oder unhandlicher werden im Normalfall die Griffe. Dieser Griff ist zwar groß, jedoch ist die Oberfläche ziemlich eben und bietet dadurch nur wenig Halt. Hier wird die gesamte Handfläche aufgelegt, um über Reibung genügend Halt zu bekommen.
Die meisten Routen sind so aufgebaut, dass es für die Füße eigene kleine Tritte gibt und größere Griffe, die mit den Händen gefasst werden. Wie bereits schon öfters erwähnt, gibt es verschiedene Routen, die absolviert werden können. Um die Orientierung zu erleichtern, sind Routen meist in einheitlichen Farben gesteckt. Das bedeutet, dass alle Griffe und Tritte der Routen dieselbe Farbe aufweisen. Jede Route verfügt über einen oder zwei Startgriffe. Um eine Route zu beginnen, müssen beide Hände entweder auf die zwei verschiedenen oder, wenn nur ein Startgriff existiert, auf den einen Startgriff gelegt werden. Am Ende jeder Route ist der sogenannte Topgriff. Wird dieser für 2 Sekunden gehalten, gilt die Route als gemeistert. Die Schwierigkeit einer Route wird beim Bouldern und auch Klettern in Bewertungsskalen angegeben. In Boulderhallen werden oft Farbcodes verwendet, um die Schwierigkeitsgrade zu verdeutlichen. Es gibt weltweit verschiedenste Bewertungsskalen. Weiters wird auch zwischen Bouldern und Klettern unterschieden. Gemeinsam haben jedoch fast alle Skalen: je höher die Zahl, desto schwieriger die Route. Hier sind jetzt die 2 meistverwendeten Skalen für Sportklettern eingeblendet. Bei der UIAA-Skala werden Zwischenschritte durch Minus für eine Abwertung und Plus für eine Aufwertung dargestellt. Bei der französischen Skala werden hingegen die Unterteilungen mit den Buchstaben A, B und C sowie mit dem Plus-Symbol veranschaulicht. Das Minus-Symbol wird in dieser Skala nicht verwendet.